Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thomas Sander. Wir sehen uns hier wieder bei War Robots. Und mittlerweile habe ich schon 2400 Bauteile für mein Inquisitor oder Inquisitor oder wie auch immer man das ausspricht. Die nächsten sind schon in Arbeit. Allerdings dauert es noch ein bisschen. Zumindest die restlichen vier. Die zwei da oben, die habe ich gestern mit Gold beschleunigt. Deswegen sind die schon ein bisschen früher dran als die anderen. Und das Problem momentan ist halt leider mein Silber. Wie ihr seht, habe ich nur knapp über 3 Millionen und 2400 Bauteile kosten so ungefähr 5 Millionen Silber. Bisschen mehr, glaube ich. Und dafür muss ich dann halt jetzt ganz schön viel spielen, dass ich den Inquisitor bis Freitag habe. Und damit fange ich auch gleich an. Im zufälligen Modus, weil ich keinen Bock auf Anarchie habe. Und wir schauen mal, was wir so reißen können mit den Bots. Oh, meine Lieblingsmap. Mit was starte ich denn? Ich starte mit dem Vortex Aphid Griffin. Der ist mehr oder weniger gut auf dieser Map. Also man hat hier eigentlich recht viel Cover, aber die Gegner halt leider auch. Energieschild. Ich glaube Ancelot oder Haechi. Dass der Orkan-Spektre da gesprungen ist, war irgendwie ziemlich dämlich. Ja, man sollte diesen Sprung eigentlich nur zum Angriff benutzen oder zum Ausweichen. Ja, immerhin hat was getroffen. Das ist ja ziemlich. Oha, ich hasse diese Hydras. Okay, der steht hier ziemlich gut in Deckung. Mein Jump ist ein 5 Sekunden bereit. Was kommt hier? Alter. Ja, okay, dann halt nicht. Meine Güte. Eigentlich hätte es ihn ja treffen sollen. Eigentlich. Obwohl, ich habe vielleicht ein bisschen daneben gezielt und die Raketen haben einfach diese Kurve nicht schnell genug bekommen. Das war, glaube ich, mein Fehler. Aber trotzdem nervt sowas. Und da ist der Spektre. Ich will dieses Ding jetzt da weg haben. Der versucht jetzt den Beacon hier einzunehmen, aber daran werde ich ihn hindern. Denn die Ember, die machen ihm hier einfach viel zu viel Schaden. Okay, das war jetzt leider nicht ich, sondern der Haichi da hinten. Was ist das da? Ein Rhino? Ein Plasma-Rhino? Gegen Plasma-Gegner wollt ihr euch hier in diesem Carnage nicht anlegen. Die haben einfach zu viel Power. Ihr könnt mit so einem Carnage nicht wirklich gut brawlen. Das ist halt der Nachteil daran. An dem Teil. Er ist zwar schnell und hat zwei schwere Waffen, aber man kann mit dem Ding halt einfach nicht brawlen. Und der Dude da oben, der hat sich auch gedacht, dass er sterben will. Ich meine, meine Ember sind wieder fast leer. Deswegen mache ich sie kurz ganz leer und greife dann wieder hinten diesen. Alter. Das war der blöde Bulgasari. Komm schon. Stirb. Dankeschön. Ich versuche mich jetzt hier hinter die Deckung zu stellen und so zu schießen, dass ich nicht getroffen werden kann, aber die Gegner treffe. Alter, noch so ein Orkan-Spektre, was ist los? Ja, okay, jetzt bin ich aber auch so gut wie tot. Ich meine, da kann ich jetzt nicht wirklich viel machen. Gegen das Teil, wenn es im Stealth ist. Was nehmen wir? Mein Pörscher! Denn wir müssen ein paar Beacons holen. Killt das Teil bitte. Danke. Ich versuche jetzt hier den Spektre da rauszuholen. Das ist er nicht, das ist er auch nicht. Dann wird er wahrscheinlich hier drüben irgendwo stehen. Also, da hinten scheint ein Leo zu sein. Oder? Ja, es ist ein Leo mit dem Ancel, so wie es aussieht. Ich lasse mich hier nicht von denen erwischen. Ich bin doch nicht blöd. Alter. Okay,
Okay, ein bisschen lasse ich mich schon erwischen. Okay, wie weit sind die Gegner entfernt? Ich wage es einfach mal. Ich will diesen Beacon da holen. Das ist wichtig. Na, Mann. So werde ich den Beacon da sicherlich nicht holen. Also muss ich jetzt noch ein paar Sekunden warten, bis ich die Beacon holen kann. Ach Leo, du machst einen Fehler. Mach diesen Fehler nicht. Das ist ein dummer Fehler. Und er weiß es. Deswegen geht er jetzt wieder zurück. Da brauche ich meinen Stealth gar nicht aktivieren. Das kriege ich auch so hin. Alter, nein. Seht ihr, das meine ich. Wieso springt der Inquisitor jetzt? Wieso jetzt? Er springt, um schneller bei mir zu sein. Und dann stirbt er. Also, ich musste den Stealth jetzt leider jetzt schon aktivieren, weil ich angegriffen wurde. Aber wenn ich Glück habe, kriege ich den Inquisitor auch noch raus, weil er halt sein Stealth viel zu früh benutzt hat. So wie man es eigentlich nicht machen sollte. Dann passieren solche Sachen halt, ne? Aber es sind halt einfach wieder viel zu viele Gegner. Da kann ich halt auch mit dem Perscher nicht wirklich was machen. Weil mein Team... Ach, egal. Ich will es nicht aufs Team immer schieben. Aber dahin zu gehen mit so einer schwachen Feuerkraft von nur zwei Orkans wäre eigentlich jetzt schon Selbstmord. Deswegen unterstütze ich hier ein bisschen. Den kriegen wir nicht ganz raus. Deswegen lade ich noch ein bisschen nach. Diese Hydras, die regen mich so abartig auf. Was soll denn der Müll? Diese Leute gehören einfach geschlagen, finde ich. Also wenn ihr einer von denen seid, dann natürlich ihr nicht. Aber naja, ein bisschen schon. Oh mein Gott. Okay, was ist das wieder für ein Match für mich? Leute. Ich meine, hier kann ich ja gar nichts machen. Oder fast gar nichts. Ich will auch noch Schaden machen, Mann. Bevor ich hier sterbe. Na, wenigstens habe ich noch den Kill bekommen. Jetzt habe ich eigentlich nur noch meinen Orkan Fujin. Und wir haben noch über 3 Minuten übrig. Das ist nicht gut. Denn der Orkan Fujin ist leider, muss ich zugeben, einer meiner schwächsten Bots. Also einfach im Vergleich zum Kumiho und zum Perscher und so. Ja, obwohl der Lance, der ist, ich meine der Griffin, der ist vielleicht noch ein Stückchen schwächer. Und der Carnage, na obwohl der Carnage, naja. Ich benutze auf jeden Fall jetzt den Fujin. Aber das Battle, das ist sowieso schon so gut verloren, also von daher bringt es jetzt auch nicht mehr wirklich was. Aber vielleicht kann ich dem hier noch ein bisschen Schaden reindrücken, wenn er nicht hinterm Haus verschwindet. Komm schon! Ah! Nein! Immer so wenig HP und dann kriegt jemand anderes den Kill, aber das Schild sollte ich eventuell runterbekommen. Hoffe ich mal. Das Schild vom Fusin ist halt echt brutal. Aber das war es mir wert. Dass ich wenigstens noch einen Kill kriege, bevor der Kampf hier verloren ist. Und naja. Jetzt habe ich halt auch mal eine Niederlage. Ich hatte in letzter Zeit recht viele Siege. Und mal schauen, was das Ergebnis so sagt. Es war kein besonders guter Kampf für mich. Top 2 Schaden nur. Nicht wirklich viel Silber, obwohl ich viel Silber bräuchte. Um viel Silber zu bekommen, sollte ich eigentlich Anarchie spielen. Aber da habe ich nicht wirklich so Bock drauf, weil das mir teilweise schon ein bisschen zu anstrengend ist. Wenn ich das dauerhaft spiele, dann nervt es halt ein bisschen. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt halt auch mal ein paar Kisten, denn ich habe 140 Schlüssel. Und vielleicht kriege ich ja irgendetwas, was ich für viel Silber verkaufen kann, wie zum Beispiel eine Pinata. Okay, ist nicht viel Silber, aber 58.000 ist schon ein bisschen was. Und ein Gepard. Ich habe schon einen, der auch noch gelevelt ist, also kann ich den auch noch verkaufen. Da habe ich dann nochmal ein bisschen mehr Silber. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, ciao!